Da gehen wir los. Es wird ein Kreis gebildet. Die ersten Frags fallen. Hui! Das ging fix. Gut, damit ist die Seitenwahl auf jeden Fall entschieden. Blue Jays auf der CT-Seite, Planet Key Dynamics auf der T-Seite. Und los geht's, auf geht's. Hype euch ein bisschen rein. Blue Jays gegen Planet Key Dynamics. Der fünfte Spieltag sozusagen. Es geht los. Das Match ist live. Sind wir mal gespannt. Seht ihr, seid eine relativ klassische Aufteilung. Outside wird erstmal relativ freigelassen. Timmy mit dem ersten Frag im Gesicht von Lemon. Und jetzt gibt es den Rampen-Execute. Max macht einen Frag, kann sich dann aber nur noch zurückziehen. Jetzt kommt es auf Tsubasa an, der da unten alleine steht. Im Dark. Allerdings lockt Jaco ganz gut an, denn es geht tatsächlich Richtung Under Heaven bzw. Heaven. Grimbo den Frag dann nicht setzen können. So. Wisdom kann einen machen. Super One-Tap. Ach, ist nicht live. Ja, lol. Habe ich jetzt auch gemerkt. Auch nicht schlecht. Okay, was passiert jetzt? Er hat fleißig reingechattet. Na. Okay. Gucken wir mal, was da abgehen wird. Ja, gut. Okay, es scheint tatsächlich so, als wenn es gleich neue Server geben würde, wenn ich das richtig sehe. Sehen wir mal, weil sich einige Teams über die Performance beschwert haben. Gucken wir auf die Pings, die scheinen okay zu sein, also wird es an der generellen Server-Performance liegen soweit. Naja. Ja, da bin ich ganz offen, von meinem ersten Cast hätte ich mir ein bisschen entspannter vorgestellt, aber das ist alles okay, ins kalte Wasser ist immer gut. Danke, Sven. So fühle ich mich gerade. Aber das ist okay. Wie gesagt, könnt ihr ein bisschen Feedback dalassen. Sound okay. Bild okay. Alles okay. Fehlt noch was. Ist was doof? Ist was nicht doof? Also warten wir mal ab. Wie das Ganze weitergeht hier. Ah, Tadi, lass mich. Ja, Desiree, wirklich, so fühle ich mich. Aber naja. Ich bin aufgeregt wie blöde, aber das kriegen wir alles schon irgendwie zusammen auf die Reihe. Naja. Und wir warten und warten. Ach, das will dafür nicht. Irgendwann muss es ja auch das erste Mal sein. Danke, Slam. Deine ersten Cards waren ja auch fantastisch. Okay, dann muss ich mich einfach vielleicht ein bisschen weiter vom Mikro wegstellen.
stelle ich mich in 1 Meter Entfernung auf, dann sollte das gehen. Ich hoffe, dass ich, wenn ich ein bisschen gehypt bin und dann ein bisschen reinkorle, dass es dann vielleicht, dass ich auf die Distanz wahren kann. Mal sehen. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen lauter als normal. Ansonsten fixe ich das mal ganz fix. Zieh das ein bisschen runter, jetzt müsste es auch besser sein. Ich hoffe, dass ich dann noch laut genug bin. Jako, Augen auf dem Straßenverkehr. Ja. Wir wollen mal, wie es weitergeht, ne? Okay, PKD Blue Jays steht anscheinend der neue Server, soweit ich das gehört habe. Naja, gehen wir mal zurück auf mich, denn da passiert ja tatsächlich gerade gar nichts. Sehen wir mal. Ob wir hier eine neue IP kriegen. Oder ist die neue IP oben? Gehen wir mal nach. Mal gucken, dass ich die auch irgendwo rauskriege, ne? Ja. Frische Sache auf jeden Fall. Ach ja. Sehen wir doch mal, wird das hier oben bearbeitet oder kriege ich die Dinger her? Naja. Können wir gleich nochmal anfangen. Auch ganz witzig. Ich frage mich das auslämmt. Ich frage mich das wirklich. Also, ich hätte es mir, wie gesagt, deutlich entspannter vorgestellt. Aber gut, es ist ja, ne? Meinetwegen. Mit mir kann man es machen. Ah, okay, alles klar. Jetzt muss ich auf dem. Ah, okay, das kriegen wir hin. Optimalissimo. So, dann ziehen wir uns noch die neue IP mal runter hier. Geben das hier ein. Refreshen das Ganze. Und dann gucken wir da noch mal rein. Ja, mach dir mal einer, muss es ja tun, Deathray. So, wollen wir doch mal reingucken hier. Es ist natürlich wieder im Warm-up jetzt. Es sind wieder noch nicht alle da. Aber das kommt so langsam. Die Spieler füllen sich. Bin jetzt mal gespannt, wird die Nevron auch wiederholt? Ich meine eigentlich eher, sollte es nicht so sein. Aber da gucken wir gleich mal rein. Na jo. Ich lasse euch schon mal ein bisschen am Warm-up teilhaben. Na, ihr seht, die Nave-Frage kommt von Timmy auch schon. Bin aber nicht der Einzige, der sich darum Gedanken gemacht hat. Ah ja. Ah, okay. Alles klar. Wird die Nave-Front jetzt wiederholt, oder was? Mal gucken. Nee? Ah, Fairplay-mäßig, Kill in die Konsole. Oder wie sieht's aus? Scheint wohl tatsächlich so. Dann auch nur für sich. Genau. Sollte es ja soweit ablaufen wie letztes Mal. So. Ready sind sie. Es wird wieder geswappt. Und jetzt sind wir auch diesmal hoffentlich endgültig live.
Bevor sich wieder jemand über die Server-Performance beschwert. Wollen wir mal reingucken, wie es diesmal laufen wird. So. Live, live, hypt euch nun rein. Blue Jays gegen Planet Dynamics, diesmal aber wirklich auf Nuke. HFGL. So. Jakko haut ein paar Salben rein. Flash geht hinterher. Die Bewegung startet dabei zur Rampe. Jetzt kriegt Tsubasa was zu tun. Steht im Dark. Wird er gecheckt? Wird er. Oh, krass. Geiler Headshot. Weiter geht's. Der nächste drin. Impuls holt den Reflag. So. Krimbo mit einem weiteren Kill. Über die große Tür sind schon zwei in Bewegung. Tür ist noch zu. Rampe auch einer. Jetzt sind sie ziemlich im Kessel. Und Impuls als letzter Spieler kann es nicht mehr holen. Da ist das 1-0 für Blue Jays. Und erinnert mich mal dran, dass ich irgendjemandem mal nachfrage, dass er einen Ratsche-Sound aufnimmt, damit ich es in ein Soundboard einarbeiten kann, denn ich habe keine hier. Sehen wir aber dann. So, selbstverständlich kauft Blue Jays jetzt ordentlich rein erstmal. Auf der Seite von Planet Key sehen wir erstmal ein paar Deagles und eine Scout. So, Timmy mit der Nate. Hui, Impuls nur noch auf 5 HP runter. ECFN oben auf dem Silo. Aimt fleißig ab. Zu Wasser am Jiggle Peaken mit einer Smoke in der Hand, um bei einem schnellen Execute ganz schnell smoken zu können. Jakob wartet auch, bis er was zu tun kriegt. Smoked erstmal noch die Pommes. Droppt dann auf den Spot. Wizard mit dem Frag. Wunderbar. Lemme mit dem Refrag. Hey, er kriegt er ins Gesicht von Timmy. Timmy mit dem nächsten. ECFN down. Der Action Klaus, jawohl ja. Habe ich denn gerade Jako gelesen? Bin ich denn doof oder was? Selbstverständlich der Action Klaus. Krimbo, schöner Shot. Flash outside. Das letzte Überlebender versucht er selbstverständlich noch was zu reißen. Hat die M4 auf jeden Fall gesaved. Gegen 3 könnte er sich jetzt dazu entscheiden, die Waffe doch lieber durchzubringen. Bewegt sich bei 35 Sekunden nicht mehr auf irgendeinen Spot. Das wird höchstwahrscheinlich der Safe werden. Ich lehne mich vielleicht jetzt gerade weit aus dem Fenster, aber ich glaube eher nicht. Ah, gespottet von Tsubasa. Flasht sich raus. Menge Entry. Tembo hat jetzt die Möglichkeit. Und macht's. Wunderbar. Da ist das 2-0 für die Blue Jays. M4 konnte wieder gerettet werden. Ah, weiter im Programm. Wir sehen auf Seiten von PKD tatsächlich nochmal so einen Half-Buy. Ein paar Deagles werden gekauft, wieder eine Scout, eine P250. Geld sieht ganz okay aus, nächste Runde sollten sie kaufen können, auf jeden Fall. Ansonsten, der Action Klaus mit 3 Kills kann am Frag leaden auf der Blue Jays Seite. PKD hat Krimbo besser schon 3 Kills gesammelt. Timmy, guter Frag, allerdings schon einer runter Richtung Secret. Max macht auf der anderen Seite noch einen Kill und Timmy mit dem nächsten. Wunderbar, damit schon mal ein 4 gegen 2. 4 gegen 1, dank Wism. Jetzt hat Lemon eine schwierige Aufgabe, aber ich glaube nicht, dass er sich bei der Echo tatsächlich irgendwie vorgenommen hat, die Runde zu holen. Natürlich macht man das zwar immer, aber ich denke, da ist nichts mehr zu holen. Lemon über den Schacht, zieht in Kürzung gegen Tsubasa. Da ist das 3-0. Natürlich Nuke eine sehr, sehr, sehr CT-lastige Map. Da muss man sich als T schon ordentlich ins Zeug legen, um da ein paar Runden zu holen. Bin gespannt, wie das Ganze so weitergeht. So, die Rampe weggesmoked, Tsubasa close dran. So durchpushen, weiß man nicht. Outside kommt ein Go. Action Klaus mit der Flash in der Nate. Smoke Wall steht. Da wird durchgesprayt. Das ist ja heftig. Allerdings, Plan erfolgreich. Secret sind einige runter. So, jetzt wird der B-Spot angespielt. Krimbo im Fenster. Molotov auf die linke Rampe.
Rechte abgesmoked, Dark Gemollo. Tsubasa muss da jetzt ganz schnell raus. Wird gecheckt. Und gefragt. Perfekt von ECFN ausgespielt. Der Plant wird jetzt hinterm Silo gesucht. Und damit ist es eine gute Chance, eine wirklich gute Chance, dass das hier ein 3 zu 1 wird. Oh, Max und Action Klaus mit dem Anschluss von Lemon noch einen weggenommen. Und jetzt entscheidet Lemon tatsächlich die Runde. Das 3 zu 1. Planet Key Dynamics ist auf dem Server angekommen, hat sich die erste Map, die erste Runde gesichert. Mit einer fantastischen Performance. Und dann gucken wir doch mal, wie das Ganze soweit weitergeht. So, Timmy mit der Nate kann da ganz gut Schaden anrichten. Nicht wirklich. Ne, 3 HP weniger bei Krimbo und einer weniger bei ECFN. Lemon gönnt sich die Bombe. Gucken, wo sie hingehen, ob es Outside wird oder ob es Richtung Main geht. ECFN mollert da zwischen dem Container ab. Eine Smoke Richtung Main. So, Long Distance zieht zu Basa tatsächlich den kürzeren gegen ECFN. Hui, Action Klaus. Gut durch die Smoke auf Step gehört, allerdings von CD von der Seite weggenascht worden. Gucken wir nochmal ran. Flash rein. Max auf Pommes, kann er was machen? Nimmt noch Grimbo mit, fällt aber gegen Lemon. Jetzt liegt's an Wism. Mit einer 5-7. Macht den ersten. Fällt gegen CD und damit ist das 3-2, die Anschlussrunde. Für Planet Key Dynamics. Jetzt könnten sie tatsächlich das Spiel auf der T-Seite so ein bisschen drehen, wenn sie die richtigen Tactics haben, das richtige Gefühl haben. Wollen wir da mal gucken. Was sagt das Geld? Das Geld ist gut auf T-Seite. Da wird ganz gut reingespart mittlerweile. Da kann man sich einen Puffer ausbauen. Und ja, Blue Jay ist natürlich auf der CT-Seite ordentlich reingekauft. Tsubasa Numb in der MP. Nein. Unterwegs. Rest auf M4 und eine AWP in Händen von Timmy. Währenddessen ECFN schon runter. Und sucht gegen Timmy das Duell. Timmy gewinnt mit der AWP. Da kommt kein zweiter nach. Fokus wird natürlich trotzdem aufrechterhalten. Jetzt weiß man, dass nur einer ein Secret war. Das heißt, der Rest muss doch irgendwo stehen. Und da wird einfach mal Richtung Main predicted. Richtung Rampe. Ah, Tsubasa an der Smoke-Kante leider nicht ganz mitbekommen. Und jetzt geht's die Rampe runter. Max versucht da mit dem Molotow noch ein bisschen was auszubremsen. Ist aber wenig erfolgreich. Wism holt sich den Frack und oh, krasses Ding. CD gönnt sich doch noch einen Kill. Aber auf einmal ist es tatsächlich nur noch CD gegen 3. Und da die Bombe unten down ist, rotieren sie runter. CD aber an einer kleinen Tür schon wieder mit einem Frack gegen Wism. Muss natürlich jetzt gucken, wo die anderen beiden sind. Timmy vorhin Richtung Treppen bekannt gewesen. Max wahrscheinlich eher noch unbekannt, nicht auf dem Radar von denen. Richtung Rampe, weiß natürlich jetzt nicht, wo er kommt, rotiert darüber über die Schächte, bleibt da unten, geht da Richtung Fenster. Das sind alles so Überlegungen, die man jetzt machen muss. Timmy hat den richtigen Riecher, was er abaimt, verliert aber gegen CD. Und damit ist es ein One-on-One. Max gegen CD. Max unbekannt, CD bekannt. Und entscheidet, wunderschön. 4 zu 2, Blue Jays kann sich eine Führung ausbauen, dann nimmt Max noch die AWP mit. Gerade noch so gerettet, aber wie gesagt, wir haben es gerade gesehen, das Geld wurde komplett runtergekauft, 4 Leute verloren. Da ist kein Full-Buy drin bei Blue Jays. Da ist kein Full-Buy drin. Und bei Planet Key wird reingekauft. 5 Rifles. 2 davon Galil. 3 davon die AK. Schon wieder wird Outside aufgebaut. Tsubasa Spread einmal Richtung Radio. Beziehungsweise Trophy. Steht dort tief drin. Outside wird angegangen. Ah, Secret könnte mit Timing. Ah, da zieht der Klaus den kürzeren. Ich krieg mit den Frag. Timmy. Erfolgreich. Wism. Richtung Main. Kann den Schotten nicht setzen. Oh. Der war knapp daneben. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Impuls mit dem Spray durch die Smoke. Jetzt an der Smoke-Karte vorbei und trifft.
Refract von Max oben aus dem Heaven. Wird gemollert. Kriegt den Frag gegen Lemon noch. Wunderschön. Und dann auch noch gegen Cedi. Alles klar. Geiles Ding. Geiles Ding. Das war krass. Das war cool. Wenn mir das nochmal auffallen sollte, denke ich vielleicht nochmal an den Replay-Button. Was sehen wir dann? 5 zu 2. Blue Jays können sich so langsam die Führung aufbauen. Nach den zwei verlorenen Runden von vor zwei Runden. Mal schnell einen Recap gemacht und rausgefunden, woran es gelegen hat. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht erzähle ich auch nur Blödsinn. Das wissen nur die Teams. Lemon, schöner Hit. Kann Klaus zwar nicht finishen, allerdings auf 11 HP runterhitten. Und das ist natürlich auch wieder mit Pistols ein entscheidender Vorteil. Da muss man nur noch einmal kurz anhitten. ECFN erfolgreich gegen Wisdom. Klaus gönnt sich aber auch den ECFN. Und da wird überfahren. Von hinten aufgeräumt von Tsubasa. Und da ist die Runde auch schneller vorbei, als sie angefangen hat. Ein wunderschönes Ding. 6 zu 2. Jetzt wird runtergespielt. Allerdings jetzt auch wieder dabei auf der Seite von Planet V Dynamics. Da kommen 5 AKs mit Full Equip zur Geltung. Alle Kevlarhelm dabei, Mollo, Smoke, Flashes, alles dabei. Was geht los mit der Smoke Wall draußen? Molotov Richtung Tür ist sehr gut von Timmy, denn da stehen 3 Leute vor. So, Klaus smokt sich tief rein, damit kein Outside Door kommt, war aber auch nur ein Fake. Denn jetzt geht es in Richtung Rampe. Molotov in Richtung Underheaven. Rampe wird geentert. Tsubasa kriegt was zu tun, macht den ersten. Macht den zweiten aber nicht. ECFN erfolgreich gegen Tsubasa. Hui! Wisdom hat sich mit der XM ganz viel Kraft von dem Jitpo abgeholt. Und da mal eben CD weggenascht. Lemon unten weiter erfolgreich. Damit ist der Basebot schon mal eingenommen. Es sei denn, Wisdom hat was dagegen. Das war heftig. Das war ein Replay wert. Und da gucken wir mal, ob wir euch das auch gerade zeigen können. Das ist anscheinend das letzte Replay gewesen. Naja. Nächstes Mal richtig. Auch nicht schlecht. So, Blue Jays 7 zu 2 gegen Planet Key Dynamics. Ich sehe meine Coin gerade verschwinden, aber das ist halt, wie gesagt, die CT-Seite. Da steht noch gar nichts fest. Mal gucken, was ECFN und Co. jetzt gerade noch so zu bieten haben. Erstmal wird die Main wieder abgesmoked. Dann gibt es eine wunderschöne Flash rüber, dass Heaven auch schön blind ist. Und dann geht es an der Main vorbei in Richtung Fenster. Tsubasa einmal erfolgreich, wird gerefragt von Impulse gehen. Max Outside kann den Frag gegen Lemon setzen. Gerade noch so. Aber erfolgreich ist immerhin erfolgreich. So, Impulse G sneakt sich hoch outside Heaven. Ist jetzt aber bekannt. CD, schön gemacht. Überraschungsmomentum genutzt. Wisdom outside erfolgreich, Bombe down. Und das ist tatsächlich, auch wenn es nur ein 3 gegen 2 ist, eine Vorteilssituation für Blue Jays, denn die Bombe ist down, unter Kontrolle von den Blue Jays, wird abgeaimt und ja, jetzt liegt es an Impulse G und CD diese Runde irgendwie noch zu drehen. Heidenei. Awesome, erfolgreich. Und noch einmal, wunderschön. Diesmal ist es mir sogar ein Replay wert. Gucken wir doch mal nach, ob das Ganze auch soweit geklappt hat. Tatsache. Also sehen wir es nochmal. Wisdom mit dem ersten. Wisdom mit dem zweiten. Zur Rundenentscheidung. Herrlich, herrlich. Das klappt gerade wunderbar hier. Wundervoll, wundervoll. So, 5 Deagles auf Seite von PKD. Die sollen uns jetzt retten. Ich bin gespannt. Die anderen natürlich auch. Ja, Klaus schon mit einem 17er Anhit. Ansonsten CD noch schon Lowlife, Krimbo ein bisschen Lowlife. Ja, noch nicht viel passiert, ne? CD könnte jetzt. Ah ne, der steht da hinten. Alles klar. Nevermind. Vergesst, was ich gesagt habe. Da wird noch kein Duell stattfinden. Zur Base of Long Distance sehe ich den ersten zu snacken. Das hat er gekriegt. Max währenddessen erfolgreich gegen Krimbo. ECFN. Nicer Shot.
War nicht, also nicht erfolgreich, da werden sie in die Mangel genommen. Aber der Deagle Shot, der One League, der war allererste Kanüle. Gerne mehr davon. Dann habe ich nicht mehr so Sorge um meinen Coin. Liebes Planet Key Dynamics Team. Auf geht's, ab geht's. Langsam könnte da mal ein Timeout rein. Wenn er weiter so reingeschmissen wird, das sind 6 Runden in Folge jetzt. Dann. Also 5 Runden auf CT-Seite, auf T-Seite sollten ein Ziel sein. Natürlich, wie gesagt, Nuke ist eine sehr, sehr, sehr CT-lastige Map. Allerdings sollte man es sich vornehmen. Ja, CD kriegt den Frag aber noch auf 14 runter. Das ist gut, wird nicht gerefragt. Damit kann man was anfangen. Mehr HP wäre natürlich auch ein bisschen schöner gewesen, ne? Also, wenn ihr Planet Key Dynamics Fan sein solltet, ab in den Chat, gebt denen eure Energie. 9:2, 6 Runden in Folge ins Gesicht gekommen. Da muss einiges passieren. Krimbo jetzt entert den A-Spot, CD erfolgreich. Und damit ist der Spot clear. Wunderbar. Richtung Heaven macht sich zu Basa auf den Weg und Timmy kommt Richtung Main. Das sollte aber, wenn 5 gegen 2, das sollte eigentlich jetzt, wenn nichts mehr ganz kolossal schief geht, das 9:3 sein. Ja, komm, macht's richtig. Zuja, gute Karten mit seinem Team. Das mit den Molotovs üben wir nochmal, Krimbo. Oder war das CD? Ich weiß es nicht mehr. Lemon, schöner Frag gegen Timmy. Und damit ist auf jeden Fall entschieden. War es natürlich auch schon vorher, ne? Weil Tsubasa versucht, seine M4 durchzubringen. Kommt dann keine AWP mehr ran. Jeder Cent ist wichtig, auch wenn wir im vollen Loser-Bonus sind. Wir sehen es hier. Oh, das ist ein bisschen buggy, aber, ne? Er ist nicht buggy, tatsächlich. Ja. Geld gibt's nicht viel. Ist aber ein gutes Polster aufgebaut worden innerhalb von 6 Runden. Und hier ist dann noch der Loser-Bonus auf Anschlag. Da ist wieder eine Runde mit Full Equip. Und es ist sogar immer noch ein bisschen Kohle übrig bei den CTs. Das nächste Runde mit einem Level 2 Loser-Bonus könnte nochmal ein Force-Buy drin sein. Es sei denn natürlich, sie holen jetzt die Runde. Dann hat sich das Ganze sowieso erledigt. So, Krimbo, ab aufs Main-Dach. Aimt hier und da. Findet niemanden. Lemon Outside auch noch keinen gesehen. Eine Smoke, die ihn die Sicht in Richtung Secret verdeckt. So, jetzt gibt es eine Smoke Richtung Main. Um ein bisschen Outside erfolgreicher zu sein. Impulse geht Flash in Heaven. Da wird gleichzeitig rumgezogen. Das ist ein schönes Gameplay. Genauso will ich das in Profi-Richtung sehen. Die HE in Secret findet tatsächlich niemanden. Und Tsubasa mit dem Classic Jiggle Peak Richtung Rampe. Da steht ECFN. CD schnappt sich die Bombe. Der Step ist gehört worden. Jetzt weiß man, dass mal jemand vor der Türe sitzt. ECFN mit der Smoke and Pommes. Und Wisdom wartet darauf, dass die Tür aufgeht. Flash nochmal in Richtung Main rein. Oh, Krimbo kann jetzt hier erfolgreich sein gegen Max, wenn er es nicht auf dem Schirm hat. Aber er guckt gerade weg, hat eine Nate in der Hand und da liegt er auch schon. Hey, ein Ruderboot-Aim, aber Krimbo trotzdem erfolgreich. Ja, er sieht dann Klaus und Tsubasa. Klaus raus, Tür auf, erster Frag gegen ECFN, der da nicht ganz guten Fokus hatte. Natürlich muss er nach hinten abaimen, aber... Hui, die Nate sitzt auch gar nicht so schlecht. CD auf 4 runter. Jo, 2 in Heaven. Hui, Tsubasa den ersten. Weiß aber, dass da noch ein zweiter steht. Die Hits kommen gut. Die Hits kommen gut. Klaus jetzt gegen die Main nicht erfolgreich. Da stehen noch 2 Spieler. Das ist der Safe. Das ist der absolute Safe. Leute zu Basel die Beine in die Hand nehmen, um dann hier auch noch von der Bombe zu sterben. Wird aber schon abgegeben von Lemon. Und das war's. 9:4. Planet Key holt sich so langsam Runde für Runde zurück. Die zweite in Folge. Also nach Adam Riese sind zwar noch 2 Runden zu spielen, aber wenn das jetzt in den Pattern so weitergeht, müssten jetzt wieder 6 in Folge kommen. Und muss man nicht hoffen. So, und da ist auf einmal das Ziel von 5 T-Runden gar nicht mehr so unrealistisch geworden. Na, das ist eine Echo auf Seiten von Blue Jays. Lemon mit dem ersten, ECFN auf der anderen Seite mit dem zweiten.
Hui, da springt der Lemon richtig schön ins Scope rein. Da ist der nächste, wird das ein vorderes Round. Max muss mal gucken, ob er dann reinziehen kann. Aber wenn das so aussieht, wie es aussieht, dann wird's flawless. Und das wird es tatsächlich. Flawless Round 9 zu 5 Planet Key Dynamics mit der Anschlussrunde. Und jetzt gibt's die letzte Runde der ersten Hälfte. Spannung, Leute. Spannung. Oh, Lemon nascht ein bisschen von dem Molotow. Der scheint ihm nicht geschmeckt zu haben. Schönes, schöner Control. Schöner Fracking zu Basa. So, Klaus mit der Smoke und der Flash. Zieht sich dann allerdings zurück. Rampe erstmal in Kontrolle von Planet Key Dynamics. Oh, CD erfolgreich mit Unterstützung. Outside. Max allerdings den Refrag, den zweiten Refrag geholt. Wunderschön. Und damit ist es ein 3 gegen 2. Das kann Blue Jays schaffen. Gerade weil es die CT-Seite ist. Bombenplant auf B. Impulse macht die Tür zu und setzt sich ins Shadow. Die Flash Richtung Treppe findet leider niemanden. Keinen Abnehmer. Die zweite auch nicht. Muss natürlich alles gecheckt werden, ist klar. Oh, Max Richtung Fenster. Oh, erstmal Molotov in Stark. Dann muss Impulse raus. Rausgefrackt. Findet aber Jimmy. Lemon gegen Max erfolgreich 9 zu 6. Good half. Blue Jays führt hier mit 9 zu 6. Allerdings von der Performance auf CT-Seite nicht ganz so begeistert. Die letzten vier Runden hätte man nicht komplett abgeben müssen. Und Planet Key nach 6 verlorenen Runden in Folge doch noch den Anschluss gefunden. Und sich da ein bisschen retten können. So, zweite Hälfte ist live. Blue Jays auf der T-Seite. Planet Key Dynamics auf der CT-Seite. Wollen wir mal gucken, ob ECFN und Co. jetzt einen. Die Differenz sozusagen aufarbeiten können und sich einen Vorsprung erarbeiten können, vielleicht sogar. Aber da gibt es erstmal die Teammate. Da läuft bei Blue Jays nicht ganz so cool. Wobei der Spot eingenommen wird. Eine 3 gegen 2 Situation hergestellt wird. Max plantet die Bombe. Ja. Blue Jays mit einem leichten Vorteil. 3 gegen 2 Bombe ist gelegt. Es ist kein Kit bei PKD vorhanden. Krimbo trotzdem mit dem ersten Frag aus Heaven. Max macht es wieder wett. Allerdings zu zweit aus der Pommes und die Bombe liegt nicht für sie. Da sollte durchgezogen werden. Das wurde nichts. Max klaut da seinem Mate noch den Kill. Da ist das 10 zu 6. Die Pistole war enorm wichtig, denn jetzt kann man aus dieser Pistole ausbauen, sich in den ersten Runden der Map schon ein paar Punkte sichern, bevor es dann bei Full Equips natürlich deutlich schwieriger wird, gegen ein Full Equipped CT anzustehen. Sendet nochmal eure Energie für eure Teams in den Chat. PKD kann es gut gebrauchen gerade. Da gibt es einen kleinen Pistol Force. Aber quasi auch, wie gesagt, nur so ein Pistol bei. Da wird genug Geld übrig gelassen, um in der nächsten Runde noch verkaufen zu können. Ja, Impulse kriegt da noch ein paar kleine Schadenspünktchen ab. Ja, kleiner Unfrag. Rampe wird eingenommen. Lemon fällt. Der CFN macht sich auf den Weg nach unten. Kommt Richtung kleine Tür. Nee, doch nicht. Lieber eine große Tür. Wird sich für einen Retake aufgestellt. Wir warten jetzt, bis die Bombe gelegt wird. Hopp. Ja, das hätte erfolgreich sein können, aber Max und Wizard machen da ein kleines Schlachtfest aus dem B-Spot. Und jetzt auf der Suche nach den letzten Spieler. Und das ist Impulse G. Und der ist unterwegs, wenn ich das richtig sehe, in Richtung Lobby. Nee, Richtung Rampe tatsächlich. Versucht sich vielleicht hier und da noch so einen kleinen Exit-Track zu gönnen. Wollen wir mal sehen, ob er da gleich noch irgendwie Erfolg hat. Vielleicht gegen Wisdom oder holt Wisdom ihn. Wer weiß das schon. Impulse natürlich erfolgreich gegen Timmy. Das ist schön.
zieht aber gegen Wisdom den kürzeren. Das 11:6. Der Vorsprung ist aufgebaut. 5 Runden Vorsprung jetzt für Blue Jays gegen Planet Key. Gucken wir mal, ob da noch was draus wird. Denn jetzt liegt es natürlich an Planet Key. Die erste Full Equip Round. Ja, wobei Full mehr oder weniger bei Impulse D und Lemon ist ein bisschen und bei ECFN auch ein Equip gespart worden. Kids sind auch nicht wirklich am Start, aber zähle ich schon mal mit dem ersten Eröffnungsfrag gegen Wisdom. So, Tsubasa, Flash aus der Pommes. Schon ist es wieder ruhig. Ja, dann hat Planet Key es tatsächlich geschafft, den ersten rauszunehmen, ohne gerefragt zu werden und damit eine kleine Vorteilssituation aufzubauen. Wobei 5 gegen 4 natürlich nicht die großartigste Vorteilssituation ist, die man sich da so vorstellen kann. Tempo wieder erfolgreich. Ja, komm. Ein bisschen Problem mit dem Director gehabt, aber das kriegen wir schon irgendwie alles hin. So. Weiter geht's. Impuls. Ah, Time Luck ist nicht auf der Seite von ihm. Da kann er den nicht setzen. Sven, da gibt's nur eine Lösung. Bau eine Map und nenne deinen Spot einfach Burger. Oder Mayo. CD hat auf jeden Fall Bock auf eine Runde. ECFN ebenfalls. 11:7, wichtige Runde für Planet Key. Das ist der Anschluss, jetzt muss natürlich darauf aufgebaut werden. Gucken wir kurz aufs Scoreboard. Max voll auf dem Server angekommen mit 17 Frags. Auf der anderen Seite CD mit 15. Relativ ausgeglichenes Scoreboard. Timmy der Einzige, der noch keine Double Digits hat. Gucken, wo das Ganze ist und wo das Ganze wird. Ne? Das wird schon. Timmy fällt outside. Oh, da wird einfach reingesprayt gegen die Echo. Jetzt ist nicht so das Riesending. Und flawless Runde für Planet Key. Wundervolles Teil. Da ist die wichtige Anschlussrunde. Ja. Wird doch reingekauft. Man war sich nicht ganz sicher. 2 Deagles, 2 AKs, eine Galil. So ein richtig witziger Force Buy auf Seite von Blue Jays. Erste Nate findet nur ein paar Schadenspunkte. Timmy aber erfolgreich gegen Lemon. Wunderschönes Teil. Und weiter geht's da. Findet jetzt hier einen Abnehmer für den Spray. Hui, durch die Smoke den Max geholt. Die Bombe down genommen. Hui, nochmal den Action Klaus raus. Wisdom raus. Jetzt hat er nur richtig Bock. Der hat richtig Bock. Tsubasa beendet seinen Blutrausch. Ja, und damit 3 gegen 2 Situation. Planet Key gegen Blue Jays. Planet Key 3, Blue Jays 2. Impuls, leichte Anhits. Tsubasa draußen jetzt die Möglichkeit, kann den Spike nicht setzen. Krimbo währenddessen gegen Timmy erfolgreich. So, Tsubasa, alleine gegen 3. Was kann er aus dem ganzen Ding noch mitnehmen? Offenbar nichts mehr, den Impuls beendet das Ganze. Und das Replay muss ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Wie ECFN da einfach in die ganze Gruppe reinrasiert. Das war ja nicht mehr... Hey, es ist ja nicht mehr jugendfrei. Den ersten, den zweiten. Bin auch im dritten gewesen. Krasse Runde. Counter-Strike, Gold. Oh, langsam tastet sich Planet Key an Blue Jays ran. Und das sind wieder nur ein paar Deagles in der Hand. Krimbo mit dem ersten Frag. Natürlich kein Kevlar, kein Helm auf T-Seite. Die fallen also um wie die Fliegen, wenn man sie richtig trifft. Das merkt Krimbo auch und nimmt sich Timmy auch noch zur Brust. Ah, CD fragt den Klaus auf 5 runter. ECFN nimmt sich Wisdom mit. CD kann jetzt endlich mit den Klaus finishen. Uiuiuiui. Das ist ein Schützenfest geworden. Und da wird die Pause gecallt.
So, jetzt wird das mal besprochen. Blue Jays hat natürlich keinen Bock, dass jetzt deren Führung schwindet, was ja gerade tatsächlich der Fall ist. Und so nach vier Runden in Folge wird es auch mal Zeit, tatsächlich, da mal zu besprechen, was da nicht so ganz richtig läuft. Ne? Also, ja, ich will nicht spoilern, aber einiges. Also dieser Force-Spike gerade eben, der sah ein bisschen sehr zusammengewürfelt aus. Gucken, wie das Ganze so weit weitergeht, ob sie sich jetzt raffen. Also auf jeden Fall ist der Full-Bite da. Mit vollem Nate-Equip. Mit Kevlar-Helm dabei, um gegen die M4 nicht einen One-Tap zu kassieren. Und mal sehen, wie das Ganze so weiterläuft. Währenddessen mal einen ganz kurzen Blick aufs Scoreboard. Zähne jetzt sich mittlerweile 19 Fracks zu eigen gemacht, 19 zu 12. Schöne Sachen auf jeden Fall. Gucken wir auf die Stats rein hier. KDs sehen schön aus, ADR sieht gut aus. Utility Damage. Wirft CD keine Nades oder was ist da los? Die sind natürlich riesig auf Blue Jays Seite. Ich meine, hier, guck mal, guck dich den Klaus an. 252er Utility Damage. Ist schon nicht übel. Währenddessen CD einfach sich voll auf seine Rifle verlässt. Einfach alles nascht, was nicht nagelfest ist. So, damit anpost. Dann geht's weiter. Wollen wir noch mal gucken, was Blue Jays aus der Pause gemacht haben. Was sie mitnehmen konnten. Und Jakob, das kenne ich. Ich bin auch hyped. Ich erwarte viel von dem Ex-Meister. Ich erwarte jetzt auch eine 11. Runde tatsächlich. Da wollen wir mal sehen. Was da so geht. Tsubasa mit den Jump Peaks. Findet niemanden. Diesmal offensichtlich mal keiner steht. So, da wird eine Smoke Wall vorbereitet. Lemon kommt aus dem Secret raus. Erstmal das Sido abaimen und dann abgesmoked sein. Dann trotzdem den Frag gegen Tsubasa finden. Ja, kann man mal gut machen. Kommt dann noch raus und nimmt sich den nächsten mit. Jawohl! Lämme mit dem zweiten gegen Timmy. Damit 5 gegen 3. Okay, 5 gegen 4 gegen 3. Er hat aber nichts gesagt. Klaus wollte da wohl nicht so ganz den Status quo aufrechterhalten. Den nächsten auch mal wegnehmen. ECF entfällt gegen Klaus. 3 gegen 3 Situation. B-Spot voll unter Kontrolle von den Blue Jays. Der Plant geht sauber rein. Für die Rampe gelegt, beziehungsweise für Dark gelegt. Jetzt kann man sich ganz schön aufteilen. Auf geht's, Lemon entert den Spot, nimmt noch einen weg. Lemon hat richtig Bock jetzt. Der hat schon jetzt drei weggemacht. Wenn er sich die nächsten beiden holen sollte, wäre das ein Ace. Die Deckung ist nicht schlecht auf jeden Fall. Na, Impuls. One-Tap noch gegen Lemon. Zwei gegen... Eins gegen eins. CD gegen Max. Und Max entscheidet es. 12 zu 10. Knappe Runde, aber anscheinend hat der Timeout was gebracht. Denn Blue Jays konnte nach der kleinen Pause die Runde für sich entscheiden. Damit nicht mehr ganz so weit hinten. Wieder ein 2 Punkte Vorsprung. Und damit nur noch 4 Runden bis zum Sieg auf Nuke. Und wir erinnern uns, Planet Key Dynamics hatte freie Map-Wahl für beide Maps, da Blue Jays es nicht geschafft haben, rechtzeitig ein Statement einzureichen. Und das Regelwerk der Div 2 sieht vor, dass dann die ja, Rechte auf das Map-Veto verwirkt sind. Deswegen spielt Blue Jays quasi gerade auf dem gesamten Map-Pick von Planet Key. Und dafür sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich meine, hey, 12 zu 10. Ne? Und auch mal darauf achten, dass Platz 3 gegen Platz 7 der Tabelle spielt. Ist es gar nicht so eindeutig, wie die Tabelle uns das vorgaukeln mag. Der Krimbo, wo wir mal irgendeinen Ferrari-Peak machen und das da gescheitert. Vor lauter Schnacken habe ich den gar nicht mitgekriegt, aber naja. Klaus smokt sich raus, allerdings noch nicht weit genug, dass er es nicht sehen könnte und nicht gesehen werden könnte.
ECFN unbekannt gewesen, nimmt sich beide raus, schafft aber keinen dritten, macht aber noch ein bisschen Schaden gegen Max, der auf 53 runter. So, kleine Tür absmoken, Fenster mollen, große Tür absmoken. Ja, Max mit dem Plant. Zählen Impuls geben. 2 gegen 3, 2 gegen 2, 2 gegen 1. Heia. Und Max alleine in Dark. Gegen CD und gegen Impuls. Und zieht den kürzeren. CD kann sich die Runde entscheiden. Nimmt sich erstmal die AK mit. Da wird ganz gemütlich durchdiffused. Dann ist es ein 12 zu 11. Und wenn dieser neue Loser-Bonus nicht da wäre, wäre das jetzt ein Reset gewesen. Ist es aber nicht. Wie der Grönemeyer schon gerne zu sagen pflegte, der letztens sogar Geburtstag hatte. Ich glaube, der ist irgendwann mit 60 geworden. Also 60 plus. 62 oder so. Alter Typ auf jeden Fall. Ja. Da sehen wir, der Force ist trotzdem real. Nicht so viel Utility auf Seiten von Blue Jays, aber immerhin noch 5 Rifles am Start, wobei eine von den Rifles die Galul ist und Lemon mit dem ersten. Jetzt hier an den zweiten. Oh, Lemon jetzt erstmal durchlaufen, obwohl der Repeat ja bestimmt nochmal. Kann man ja auch mal ganz schön mit rein aimen. Ah, dafür sieht er jetzt die Konsequenzen zu Baza mit einem Frack. Allerdings alleine gegen 4. Wenn jetzt kein Wunder passiert, ist das das 12 zu 12. Ja, es ist das 12 zu 12. Damit das erste Mal der Ausgleich für Planet Key Dynamics. Und ja, das war ein Galul, Sven. Ah, Krimbo mit der Nate. Ein bisschen Schaden gegen Max gemacht. Wir sehen, könnten potenziell ein Schützenfest sehen. Es sind nur 2 Kevlars, das ist einmal Kevlar mit Helm, einmal Kevlar im Spiel. Und ansonsten nur ein Pistol Force auf Seiten von Blue Jays. Sollte tatsächlich 13-12 werden für Planet Key. Wenn Blue Jays hier jetzt nicht noch ein Wunder aus dem Hütchen zaubert. Ah, Deagle Close Distance gegen Cedi? Das könnte sein. Ist es! Wundervoller Kill. Schnell wieder zurückgezogen, bloß nicht den Refrag kassieren. Und da ist, ja, die Mannes-Überlegenheit, die aber sofort wieder zunichte gemacht wird, indem Impulsgeder einfach den richtigen Riecher hat, einmal die Schulter sieht, richtig schön in die Pommes reinsprayt. Krimbo mit einem, Krimbo mit 2, Bombe down. Ja, hat er gehört, hat er gesehen. Zu Baza, Deagle Power. Macht er noch einen zweiten? Na. Krimbo sagt nein. 4 gegen 1. Timmy ohne Kevlar, nur mit einer P250 bewaffnet. Da muss der Spray nochmal neu angesetzt werden von Impuls, aber im Endeffekt trotzdem erfolgreich. 4 Spiele durchgebracht, die Echo Denied, 13 zu 12, das erste Mal geht hier Planet Key Dynamics in Führung. So langsam habe ich wieder Hoffnung für meinen Coin, muss ich dazu sagen. Und wie gesagt, Vorteil auf Planet Key Seite, denn beide Maps wurden von ihnen bestimmt. Das heißt, da muss ich Blue Jays schon ranhalten, um auf 2 Maps, die ihnen vielleicht nicht so liegen, wie jetzt vielleicht PKD. Ein paar Stiche zu sehen, ne? Jo, Timmy erfolgreich. Schönes Teil. Timmy nochmal erfolgreich. Lemon immer noch da. Das abgesmoked, Rampe frei, 4 gegen 3 Situation. Allerdings. Ja. Gute Frags. Timmy hat Bock. Das sind 3 Kills. Ich gönne Timmy natürlich 2 mehr, aber es sieht so aus, als würde Impuls gehen, nicht auf Timmys Konto gehen, da der da einfach nicht hinguckt. Mal sehen. Die beiden Picks sind für PKD, Sven. Erkläre ich dir gleich, wenn die Runde vorbei ist. Gerade ein bisschen zu spannend. So, Timmy. Den vierten. Komm, hol dir das Ace, Junge. Hol dir das Ace. Ah, es sieht so aus, als würde Impuls lieber safen gehen wollen und Timmy nicht das Ace schenken möchten. Und da ist das 13-13. Jetzt erkläre ich es dir. In der Division 2 gibt es die Regel, dass man ein Statement veröffentlichen muss. Das heißt, ein Spieler muss ein kleines Statement zum kommenden Match veröffentlichen.
und die müssen rechtzeitig zu einer gewissen Frist eingereicht werden. Wenn diese Frist nicht erfüllt wird, verwirkt dieses Team die Gelegenheit, ein Map-Pick mitzunehmen oder Map-Veto mitzumachen. Das heißt, da Blue Jays in diesem Fall das Statement nicht fristgerecht eingereicht hat, hat Planet Key Dynamics beide Maps bestimmen dürfen. Ja. Wenn das mal eine Schnur-Overtime wird, war ich Rieschott auch hier. Mal sehen. CD. Smoke sich die Tür ab. Ah, Impuls, schöner Frack. Kein Refrack rasieren, schön wieder zurück. Damit ein 5 gegen 4 für Planet Key. Blue Jays müssen sich reinhängen. Letzte Runde gewonnen. Aber auf der schwierigeren Seite und dazu mit einem Mann weniger. Ja, gerne, Sven, gerne. Ist auf jeden Fall eine komplizierte Sache, das stimmt. CD wieder erfolgreich. Klaus versucht zu geben. Aber. Oh, Max. Impuls. Gut weggekommen noch. Plant offen für die May. Timmy in die Pommes. Max erfolgreich gegen ECFN und da ist nur um 3 gegen 2. Und jetzt mit der geplanteten Bombe sieht das Ganze gar nicht mehr so gut aus. Doch jetzt schon wieder. Krimbo gönnt sich den angefrackten Max und macht daraus ein 3 gegen 1. Timmy bekannt. Da wird einfach nur noch reingesprayt. Ja. Krimbo. Geile Runde. Da gibt es erstmal einen dicken Daumen nach oben für. Und die 14. Runde für Planet Key. Krasses Ding. So, Planet Key, jetzt eine Runde holen und dann habt ihr zwei gemütliche Runden, um das ganze Ding noch zuzumachen. Also bitte einfach nicht verdaddeln. Da will mich der Autodirektor wieder trollen. Ja. Und währenddessen macht Planet Key ein paar Runden fertig. Und Timmy alleine gegen 3. Das wird doch das 15-13. Impuls. Impuls. Ah, kann er nicht finishen. Nur anfragen. Bombe jetzt bei Timmy. Jetzt hier wenn am Fenster. Findet Timmy. Und damit das 15-13. Map Point für Planet Key Dynamics. 2 Runden Vorsprung, also 2 Runden Chance, die erste Map aufs Konto zu bringen. Und ich glaube, so knapp hat sich PKD das Ganze nicht vorgestellt, dafür, dass sie beide Maps aussuchen durften. Aber naja, es kommt halt, wie es kommt. So, Blue Jays mit einem Force bei, eine MP dabei, eine Galil dabei. Eine SG, 2 AKs, wenig Utility, Lemon erfolgreich gegen Klaus, ECFN erfolgreich gegen Tsubasa, ECFN erfolgreich gegen Timmy und auch noch gegen Wism. Alles klar, Max, 1-4, es liegt genau an dir, diese Map noch nicht abzugeben und da ist das GG well played. Planet Key Dynamics organisiert sich die erste Map gegen die Blue Jays. Wir machen fix Werbung und sind dann gleich wieder da.